Mit AdWords für Videos können Sie Ihr Unternehmen auf YouTube einem Milliardenpublikum präsentieren. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre erste AdWords für Videokampagnen einrichten, Videoanzeigen erstellen und nach Wunsch gestalten und die Zielgruppe für Ihre Anzeigen auswählen. Bevor Sie beginnen, sollten Sie Ihre YouTube-Konten mit Ihrem AdWords-Konto verknüpfen. Dazu benötigen Sie die Anmeldedaten für den YouTube-Kanal oder die Berechtigung des Videoeigentümers. Die verknüpften Konten werden unten auf der Seite Verknüpfte YouTube-Konten angezeigt. Melden Sie sich in Ihrem Konto an, um eine neue Videokampagne zu erstellen. Wechseln Sie auf den Tab Kampagnen und klicken Sie auf Plus Kampagne. Geben Sie den Kampagnennamen und das Tagesbudget an. Wählen Sie anschließend die Werbenetzwerke aus, in denen Ihre Anzeigen geschaltet werden sollen. Sie sollten alle Netzwerke aktivieren, damit Sie mit Ihrem Video die größtmögliche Zielgruppe erreichen. Wählen Sie die Zielregion und die Sprache aus. Die ausgewählte Sprache sollte der Sprache des Videos entsprechen. Wenn Sie eine neue Videoanzeige erstellen möchten, teilen Sie uns mit, für welches YouTube-Video Sie werben möchten. Sie können über das Suchfeld nach dem Namen des Videos suchen oder hier die YouTube-URL eingeben, falls Ihnen diese bekannt ist. Wenn Sie vor kurzen oder langen Videos auf YouTube und im Google Display-Netzwerk mit Videoinhalten werben möchten, erstellen Sie eine InStream-Video-Anzeige. Geben Sie dazu unter InStream eine angezeigte URL und eine Ziel-URL ein. Sie können einen begleitenden Banner hinzufügen. Dies ist ein einfaches Feld in oder neben Ihrer Videoanzeige, in das Sie ein Bild oder ein weiteres Video einfügen. Verwenden Sie ein automatisch generiertes Bild aus den Videos in Ihrem eigenen Kanal oder laden Sie ein Bild für den begleitenden Banner hoch. Mit Anmerkungen können Sie Text, Links oder Hotspots in Ihr Video einbinden, um sie ansprechend informativ und interaktiv zu gestalten. Anmerkungen lassen sich in der Anzeige ein- oder ausblenden. Wenn Sie in den YouTube-Suchergebnissen ein Video neben YouTube-Videos oder in anderen Webseiteninhalten im Google Display-Netzwerk zeigen möchten, erstellen Sie eine In-Display-Videoanzeige. Wählen Sie dazu einfach einen Thumbnail aus und fügen Sie einen Anzeigentitel und eine zweizeilige Beschreibung für Ihre Anzeige hinzu. Wählen Sie eine Zielseite für Ihre Anzeige aus. Geben Sie nun einen Namen für die Anzeige ein. Wenn Sie möchten, können Sie benutzerdefinierte Tracking-Parameter einrichten. Im nächsten Schritt legen Sie die Anzeigenrotation fest und bestimmen, wie oft Ihre Anzeige geschaltet wird. Klicken Sie auf Speichern und Fortfahren, um Ihre Änderungen zu übernehmen. Legen Sie nun fest, wie viel Sie zu zahlen bereit sind, wenn ein Nutzer Ihr Video abspielt. Das ist Ihr maximales CPV-Gebot, Cost per View. Diesen Betrag sind Sie bereit zu zahlen, wenn ein Nutzer die Anzeige länger als 30 Sekunden oder bis zum Ende ansieht, je nachdem, was zuerst eintrifft. Sie können ein maximales CPV-Standardgebot für alle Anzeigen der Kampagne angeben oder mit der Option Gebote nach Format anpassen, individuelle Gebote festlegen. Die Schätzungen zum Anzeigentraffic werden aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen. Sie können die Reichweite Ihrer Anzeige über die demografische Ausrichtung einschränken, zum Beispiel nach Alter, Geschlecht oder bestimmten Interessen. Wenn Sie die Standardeinstellungen beibehalten, erreichen Sie alle Nutzer. Wenn Sie die Ausrichtung jedoch beispielsweise auf Männer und Frauen im Alter von 55 bis 64 Jahren vornehmen, schränken Sie die Anzeigenschaltung erheblich ein. Klicken Sie auf Ausrichtungsgruppen speichern, um die Einstellungen zu übernehmen. Damit haben Sie Ihre erste Videoanzeige und Kampagne erstellt. Mit AdWords für Videokampagnen erreichen Sie auf YouTube eine vollkommen neue Zielgruppe. Weitere Informationen zum Erstellen von Kampagnen mit Videoanzeigen für YouTube finden Sie in der AdWords-Hilfe.